willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming, alles 19 Minutes Reality hier auf der Grünfelderland im Forst. In unserem Pachtforst, den ich noch die Woche habe und dann nicht mehr. Dann läuft nämlich die Pacht aus, deshalb bin ich gerade noch dabei. Und dann müssen wir diese Woche eben noch ein paar Bäume hier aus dem Wald holen. Dass wenn die Pacht ausläuft, dass wir hier soweit durch sind. Geht denn da nicht hoch und runter? Hä? Lol. Nee. Jetzt aber. Was mir gerade einfällt, ist, den Häcksler, den haben wir ja auch, glaube ich, nur gemietet, gell? Aber den sollten wir, so einen Teil sollten wir uns auch zulegen. Ich werde jetzt gleich nochmal den Jürgen anrufen und fragen, ob wir da einen Deal machen können mit dem Drescher. Der hat uns ja gestern einen Drescher angeboten. Die 10 cm, wo der da oben aufliegt, ey. Da rufen wir mal an, komm. Hallo? Jo, Jürgen. Jo, ich bin's. Moin. Hi. Hab mir dein Angebot hier bezüglich Drescher mal durch den Kopf gehen lassen. Mhm. Was ist das für einer? Der Fendt 8T. Fendt 8T? Was ist das? Ja. Ideal. Ah, okay. Was soll denn der kosten? Weil ich... Kostet denn der neu? Weil der wurde noch nie benutzt, ne? Hä, wieso hast du den dann?
Haben nie gekauft, aber jetzt kam ein neues Angebot rein für Klaas. Ja. Na, jetzt sitzt er da drauf, oder was? Na, eigentlich ja schon, ne? Lol. Ist ein Held, ey. Ja, das kam jetzt frisch dazu. Ja, der Händler, der macht halt auch immer wieder mal gibt da neue Sachen rein. Ja, wenn du mir sagst, was der kosten soll, also Neupreis. Bestimmt eine 500.000, ey. Weiß nicht, wie ja. ich mir das leisten soll. Oder wir machen ein anderes Angebot. Ja, sag mal. Behalt den Drescher. Mussten du eigentlich was für den Drescher beim Dings bezahlen, beim Neumann? Das letzte Mal habe ich ihm 5.000 bezahlt. Pass auf, machen wir einen Deal. Ich komme, wenn ich den Drescher nicht brauche, dann kannst du oder ich komme im Drescher vorbei, wenn ich nichts zu tun habe. Und dann handeln wir einen vernünftigen Preis einfach aus. Du meinst zum Nutzen, zum Mieten sozusagen oder was? Ja, quasi. Mein anderer Plan wäre, dass ich einen abstotter, aber das dauert dann wohl ein paar Wochen, Monate. Mal, wir könnten ja unter die 5.000 gehen, dann bist du ja noch billiger da dran, ne? Ja, ich brauche schon früher oder später einen eigenen Drescher, aber im Moment ist halt... Also... Du brauchst wahrscheinlich auch das Geld, oder? Also aus dem Verkauf. Ja, ja. Ja. Um mir den Klaas zu kaufen. Dann. Ja, aber dann behalten doch, um wenn ich ein bisschen Geld habe und du hast ein bisschen Geld, dann verkaufst du mir dann. Ja, können wir machen. Ist kein Thema. Dann hast du wenigstens ein bisschen was davon und ihn nicht komplett umsonst gekauft. Ja. Dann passt ja von deinen Finanzen vielleicht auch wieder besser. Jo. Gut. Machen wir so. Okay. Wo steht denn der Klaas von dir? Feld 109 immer noch. Okay. Kommst du damit dann mal kurz beim Wald vorbei? Muss noch mal was gucken dann. Kann ich machen, ja. Gut. Danke. Jo. Ciao. Ich glaube, den habe ich ein bisschen lang abgesägt. Okay, er soll den Johnny einfach mal mitnehmen und den warten und ich benutze den Xerion erstmal. Wenn ich die drei Stämme hier noch verladen habe, dann könnte man das so machen. Naja, ich muss ja so sehen, von was meine Finanzen angeht. Ich habe ja letzte Woche relativ viel Kredit, glaube ich, zurückgezahlt. Von dem her sieht es eigentlich nicht ganz so schlecht aus bei mir. Klar, was jetzt Cash angeht, sieht es doof aus. Aber ich habe ja Kredit einiges zurückgezahlt.
Trenchcoat hat gepasst. Ach, der hat den verladen. Holger! Jo, Moment. Kannst du gerade mal den Glas abladen? Ich würde mal tauschen. Kriegst du den Johnny hier mit allem drum und dran mit? Muss noch einen Stamm holen. Jo. Einmal, steig mal ein. Ja. Du hast doch unten die Kartonbude, ne? Jo. Wie viel kosten denn bei dir Kartons? Weiß gar nicht mehr, was ich gesagt hatte. Ich glaube 1500. Also 4000 Liter. Also sind 150 Euro Steuern. Ja. Also 150 on top. Mhm. Versteht sich. Gut, dann passt das hier. Das Gewicht auch. Einmal alles komplett im Mont. Durchchecken. So, aufladen darfst du selber. Ja, wenn ich was kaputt mache, dann bin ich der Fisch. Gut, also, warte, ich muss ja noch hier Spannwörter dran machen. Hat ja genug PS, das Ding hier. Wer, der Johnny? Ja. Ja, ja. 300 bisschen was, glaube ich. Kam ja gar nicht ohne Hilfe da hinten hoch. Ey, passt mir bloß auf, dass da hinten nichts abknickt. Ach, da passt schon alles, alles gut. Ja, will ich mal hoffen hier. Ladungssicherung on top. Nee. Ist tip top. Okay. Nichts durch, nichts. Passt dann, alles. Dann ist ja gut. Also, meldest dich dann, wenn du fertig bist. Beziehungsweise, warte mal kurz. Ist die 106 noch in meiner Pacht? Nee, oder? Beziehungsweise, doch. Falls... Ja, wie lange denn noch? Eigentlich ist die Pacht letzte Woche ausgelaufen, glaube ich. Ja. Ja, dann hau weg das Ding. Jo, hast du Pacht bei der Stadt immer bezahlt? Die habe ich ganz am Anfang an dich bezahlt. Ah ja, das hatten wir gemacht. Ja, stimmt. Ja, ja, passt. Und hier vom Wald läuft ja auch jetzt dann diese Woche aus. Die Pacht. Ja. Jo. Ich weiß. Und dass du es auch weißt. Gut, wartest du das Zeug durch? Ich komme dann irgendwann die Woche noch mit dem Xerion vorbei. Und dann nehme ich wieder einen Teil mit. Jo. Gut, bis dann mal. Tschüss. Jo, ciao.
Trudele. Oh, hier noch einiges an Bäumen rausgeholt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen um 16 Uhr wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.